Eins nervt mich bei diesem Thema total, der undankbare Platz 3 bei den Waffenexporten. Die Amis und Russen verkaufen leider immer noch mehr Kriegsgerät als wir. Das können wir Deutsche nicht auf uns sitzen lassen. Wir wollen den ersten Platz, oder? Ja, wir müssen einfach noch mehr Panzer und U-Boote in Krisengebiete verkaufen. Deshalb habe ich den Verband Deutscher Waffenproduzenten gegründet und ein paar Werbegeschenke herstellen lassen. Ja, zum Beispiel das hier. Gucken Sie sich das mal an. Das ist ein leckerer deutscher Panzerkeks. Ja. Irgendwie muss man den Leuten das Thema ja schmackhaft machen. Und so bin ich diese Woche einfach mal nach Berlin gefahren, um den deutschen Waffenverkauf ins Ausland weiter anzukurbeln. Matthias Grübel und Caroline Henschel haben über diese Aktion sogar einen Film gemacht. Wir von der deutschen Rüstungsindustrie wollen Exportweltmeister werden. Deshalb müssen wir erstmal das Bundeswirtschaftsministerium bestechen für noch laxere Rüstungskontrollen. Hallo, Sie arbeiten hier im Wirtschaftsministerium, dann gibt es einen Panzerkeks, damit Sie sich noch mehr einsetzen für die deutschen Rüstungsexporte. Ist ja nur Platz 3 im Moment hinter USA und Russland. Da müssen wir noch was tun. Was? Sind die im Wirtschaftsministerium mit Platz 3 etwa schon zufrieden? Das muss Chefsache werden. Hallo. Können wir den an Herrn Brüderle geben, vom Verband der deutschen Waffenproduzenten? Mit Hinweis, schöne Grüße und da müssen wir noch was tun. Ne? Also wir müssen auf Platz 1 kommen. So, jetzt müssen wir nur noch mehr Waffen verkaufen. Den geben Sie Herrn Brüderle. Und wie überzeugt man potenzielle Panzerkäufer? Vorwärts, Marsch! Genau, mit einem Panzer. Damit fahren wir von der Rüstungsindustrie erstmal zu unserem Stammkunden, der Türkei. Die können bestimmt noch einen Zweitpanzer gebrauchen. Hey! Hallo! Weiter fahren! Nee, das ist für die türkische Botschaft. Ach, für die Botschaft? Ja, sollen wir abgeben. Ah. Und wo müssen Sie abgeben? Ja, bei der türkischen Botschaft. Schlegel, mein Name, vom Verband der deutschen Waffenproduzenten. Wir haben einen Panzer hier und wir hatten ein Angebot. Wir haben Panzer da, Kampfflugzeuge, U-Boote. Also je nachdem, was Sie möchten. Und unschlagbare Preise. Hallo? In der türkischen Botschaft hält sich das Kaufinteresse in Grenzen. Wir von der Rüstungsindustrie hinterlassen einfach mal ein schriftliches Angebot. Wer die Nummer 1 unter den Waffenexporteuren werden will, braucht neue Kunden. Am besten Länder, die ihr Geld gerne für Waffen ausgeben. Zum Beispiel Nordkorea. Da kommt einer. Hallo. Sprechen Sie Deutsch? Ja. Ja, der Panzer ist da. Wir brauchen hier den Panzer nicht. Aber es ist deutsche Präzisionstechnik. Also wir hätten beispielsweise Panzer hätten wir, Kampfflugzeuge und U-Boote. Sie können uns sagen, wie viel Sie haben wollen und Sie kriegen den Panzer für ganz umsonst. Nein, wir brauchen das nicht. Den kriegen Sie schon mal hier, als Geschenk. Nein, wir brauchen das nicht. Okay. Möchten Sie einen Panzerkeks haben? Nein, danke. Das ist für die Kinder. Nein, danke. Das hätte Ihrer sein können. Wir von der Rüstungsindustrie geben nicht auf. Platz 1 ist möglich. Irgendwo ist immer Krieg.